Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Aussagenlogik. So, dieses Mal geht's weiter. Und zwar möchte ich mit euch ein bisschen in die Meta-Aussagenlogik oder Aussage einsteigen. Hier gibt man sozusagen Aussagen über Aussagen ab. Das hört sich jetzt erstmal total bescheuert an, aber es macht doch irgendwie Sinn. Und ja, so toll wie die Mathematik auch ist, sie braucht für alles neue Zeichen. Das heißt, man sollte für die Aussage, für die Metasprache neue Zeichen einfügen, was mich ein bisschen persönlich gestört hat. Aber ja. Und zwar sagt man zum Beispiel, wenn eine gewisse Formelmenge m gilt, ja, wenn eine gewisse Formelmenge gilt, dann und nur dann gilt eine Aussage. Ah, so sieht es dann aus. Das ist dieser komische Balken, Doppelstrich. Ups. Und ja, das heißt, wenn eine gewisse Formelmenge gilt, also sagen wir mal in dieser Formelmenge m, das ist auch eine Menge. Das heißt, wir schreiben hier Mengenschreibweise hin. Und da sind jetzt verschiedene Formeln drin, zum Beispiel b, c und d. Und b ist zum Beispiel jetzt die Formel x. Oder keine Ahnung, Y und C ist die Formel X und D ist die Formel Z. Ups. Z, keine Ahnung, oder Y. Ups, das war das Falsche. Ja, wobei, warum oder schon wieder? Sagen wir und X. So. Und wenn diese Formeln jetzt hier gelten, also B, C und D gelten, dann gilt die Formel A. Sagen wir einfach mal, A ist dann irgendeine Formel. Also macht ja irgendwie Sinn, wenn das alles gilt, dass dann auch x gilt. Also A gleich x. Zum Beispiel jetzt. Das kann auch was anderes sein. Das heißt, man trifft hier mit Aussagen über Formelmengen bzw. Formeln. Und da sagt man, okay, wenn x oder y gilt und wenn x gilt und wenn z und x gelten, dann muss logischerweise x gelten, aber auch ganz klar, z und x muss auch gelten. Das heißt, im Prinzip steht hier nichts anderes wie ein Implizierpfeil, also eine Implikation, eine stinknormale, aber es bezieht sich halt nicht nur auf eine Formel, sondern es bezieht sich auf mehrere Formeln. So, und jetzt kann man hier auch noch ein paar andere Sachen sagen. Zum Beispiel, wenn m leer ist, ja, dann kann a nicht x sein, weil es muss ja immer gelten. Also wenn m leer ist, dann kann man auch einfach hier gar nichts hinschreiben. Das ist gleichbedeutend, wenn ich jetzt hier m reinschreibe und m die leere Menge ist, kann ich auch m hier gleich ganz weglassen. Das ist okay. Und wenn dann a gleich x ist, naja, dann gibt es ja den Fall, x ist falsch. Der ist durchaus erlaubt, weil es ist ja hier alles erlaubt. Aber dann ist a nicht gültig, das heißt, das stimmt nicht. Also muss hier a irgendeine Formel sein, die zu 1 auswertet. Das kann auch sein, x. Na, verdammt. X oder x kann auch. X oder nicht x. Irgendwie sind diese Zeichen komisch. Also manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es rein gar nicht. Naja, machen wir das so. X oder nicht x. Oh. So, genau. Das ist auch, das wertet auch zu 1 aus. Und solche Formeln werden als allgemeingültig bezeichnet oder auch als Tautologien. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Eine Aussage ist eine Tautologie, bedeutet, sie ist immer wahr. Okay? So, das ist jetzt sozusagen ein Teil der Metasprache. Was aber auch noch recht wichtig ist, es gibt dafür sogenannte Regeln, wie man auf solche Tautologien bzw. auf irgendwelche Formeln kommt. Und zwar sowas wie A impliziert B, kann ich auch anders schreiben. Wenn A B impliziert, naja, und das Ganze ist dann auch eine Tautologie, logischerweise. Also das bedeutet ja nichts anderes, wenn A gilt, dann gilt auch B. Wenn A nicht gilt, treffen wir keine Aussage über B. Und damit wertet das zu 1 aus, wenn diese Aussage hier gilt.
Also wenn das stimmt, dass A, dass wenn A gilt, dann gilt auch B. Das können übrigens ganze Formeln hier sein. Dann kann ich auch eine weitere Formel finden, eine weitere Formel C. Jetzt muss ich hier was kopieren, sonst wird es ein bisschen umständlich. Dann kann ich eine weitere Formel C finden, sodass wenn A gilt, dann gibt es auch ein C, das gilt. Und dieses C hat noch eine weitere Eigenschaft, nämlich wenn. So, jetzt wird's ganz kompliziert. Jetzt hoffe ich, dass ihr noch dabei seid. Nicht aufgeben, das ist eigentlich ist es nicht schwer. Eigentlich ist es sogar ziemlich leicht, wenn man mal dahinter gestiegen ist. So, jetzt. Also, ich kann ein C finden, das immer wahr ist, wenn auch A wahr ist. Und wenn dieses C wahr ist, dann ist auch B wahr. Und das Ding nennt sich Interpolation oder Interpolante. Also das, was wir hier machen, ist die Interpolation und C selbst ist die Interpolante. Und das ganze Lemma heißt Cragsches Interpolationslemma, aber das braucht ihr euch nicht merken. Einfach nur merken, wie das Ganze funktioniert, das ist das Wichtigste. Also finde ich dieses C, dann kann ich vielleicht A und B leichter überprüfen, ob das tatsächlich so stimmt. Und dieses C zu finden ist gar nicht so schwer. Ich mache das Ganze an einem Beispiel deutlich. Also sagen wir mal, A ist jetzt nicht x oder nicht x, das wäre ein bisschen arg bescheuert. A ist, wo habe ich das und? Da ist das und. A ist x und y, ja? Und B ist folgendes, nämlich x, jetzt brauche ich ein oder, sowas Blödes, habe ich gerade rausgelöscht. X oder z. Und jetzt kann ich hier eine Interpolante rausfinden. Also dieses m, leere Menge, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Jetzt kann ich hier, wenn a impliziert b gelten soll, dann kann ich ein c finden. Denn wir sehen ja automatisch, wenn a gilt, dann muss x wahr sein und y muss auch wahr sein. Aber wenn x doch wahr ist, dann ist automatisch b auch wahr. Denn x reicht ja, um die ganze Formel B wahr zu machen. Und deswegen ist das auch eine Tautologie, weil es ist immer wahr. Ja? Okay. Machen wir nochmal ein bisschen weiter. Und zwar mit der Konstruktion von diesem C, quasi dem Beweiser, dass es tatsächlich so ist. Und zwar konstruiert man den relativ leicht. Man sagt, ich suche mir alle Variablen raus, die in B nicht vorkommen. Also wirklich alle. Und in unserem Fall ist es nur dieses Y. Hier x kommt ja in B vor. Also hier habe ich ein x, hier habe ich ein x. Das heißt, ich suche mir nur das Y raus. Und dann mache ich Folgendes. Ich bilde ein paar komische Sachen, nämlich a von 0 und a von 1. Und sage, okay, x und das, was da steht, also y ist jetzt quasi das hier. Das heißt, x und 0. Und hier unten sage ich x und 1. So, x und 0, naja, das ist 0. Und x und 1, naja, das ist x. So. Und was ich jetzt mache, ist, ich nehme alles, was ich hier raus hatte, also alle a von irgendwas, und setze sie, lass mich das mal kurz bisschen Platz schaffen hier, und verordere sie. Das heißt, ich sage a von 0 oder a von 1. Naja, gut, das ist 0 oder x, und das ist wiederum x. So, und jetzt habe ich mein C gefunden, meine Interpolante. Denn x ist auch genau das. Wenn a gilt, dann ist auch automatisch x immer wahr, weil was anderes geht gar nicht, sonst wäre diese Gleichung nicht wahr. Aber wenn x wahr ist, das wäre dann, also das war der Fall jetzt gerade. Und jetzt schaue ich noch nach dem Fall. C impliziert B. Also das wäre dann mein C, meine Interpolante.
Und deswegen sage ich hier, okay, x impliziert x oder z. Naja, wenn x gilt, dann ist b auch automatisch immer wahr. Das ist einfach so. So, was mache ich denn jetzt, wenn ich hier mehrere Variablen habe, die alle nicht in b vorkommen? Fragen sich wahrscheinlich gerade viele. Sowas hier. Dann kommt, ups, z hatten wir, dann nehmen wir noch ein w dazu. Also x und y und w. Und hier haben wir nur x oder z. Naja, gut. Dann machen wir Folgendes. Wir sagen, okay, wir setzen nicht nur für y eine Variable ein, sondern auch für w. Und hier setzen wir dann halt für y 1 ein und für w 0. Und dann setzen wir noch zwei Dinge ein. Also ich lasse das jetzt gerade mal so. Ich schreibe hier nur hin, was wir noch machen müssen. 0 und 1 müssen wir noch machen. Und a von 1 und 1. Ihr seht, wohin das führt. Je mehr Variablen wir hier haben, die in a vorkommen und in b nicht, desto größer wird das Ganze. Jetzt haben wir hier schon bei zwei Variablen haben wir schon vier Formeln, die wir am Ende verordern müssen. Das heißt, wir müssen hier auch sagen, a von 0, 0 oder a von 1, 0 oder a von 0, 1 oder a von 1, 1. Und da die alle zu 0 auswerten hier, kann man schon mal relativ schnell im Kopf machen, weil es ja verundet ist hier. Und nur das hier wertet zu x aus, kommt am Ende einfach 0 oder 0 oder 0 oder x raus, wobei wir wieder bei dem Term hier sind. Deswegen das nur ganz kurz. Aber ihr müsst tatsächlich alle möglichen Variablenbelegungen, die da möglich sind, mit den Variablen, die halt nicht in b drin sind, müsst ihr durchgehen und dann tatsächlich alles ausprobieren und am Schluss verunten. Gut. Jetzt habe ich euch wahrscheinlich gerade erschlagen. Erst führe ich so eine komische Metasprache ein, wo man Buchstaben für ganze Formeln benutzt. Ihr könnt euch einfach hier denken, da steht ein f und das ist eine ganze Funktion und wir wissen aber nicht, wie viele Variablen hier reinkommen. Stellt euch das vielleicht am besten so vor. Und ja, das hier bedeutet, wenn nichts vorne dran steht, Allgemeingültigkeit. Aber das habe ich schon alles gesagt. Also, wie gesagt, wenn ihr es nicht ganz verstanden habt, ist okay. Schaut das Video vielleicht nochmal an und dann wird es euch wahrscheinlich klar werden. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr konntet mir einigermaßen folgen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.